Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3 weiter mit meiner Wenigkeit Glabur. So, wir gehen mal dahin. Normalerweise müssten wir uns mit ihm unterhalten. Jawohl, man hört zurzeit viel von toten Dealern. Und wer es nicht ist, wird endlich gesprächig. Sie sagten Doc Gaston seinem Sistern unter dem Big Mouse Jazz Club. Erwarten Sie nicht, dass ich ihn mit einer Festnahme davonkommen lasse. Wenn ich ihn festnehmen wollte, hätte ich Sie hier gar nicht mitspielen lassen. Justitia ist vielleicht blind, aber blöd sollte sie nicht auch noch sein. Gehen Sie und tun Sie, was immer Sie vorhaben. So läuft's, Detective. Sie haben also das Hippie-Arschloch Gaston geködert. Kümmern Sie sich jetzt um ihn? Irgendeiner hat Marcanos Operation im Beljardin torpediert. Sie wissen nicht zufällig was darüber? Nein, ich weiß da nichts drüber. Nö, nö. So, wie sieht's bei uns aus? Wir brauchen Meth-Kits und etc. Fahren wir mal rum zur Straße. Und dann werden wir uns mal ein bisschen ausstatten. So. Kannst du mir Nachschub rüberschicken zum French Ward? Bin gleich da. Bin gleich da. Ja, ist gut. Russischer Waffenlieferant. So muss das sein. Wenn du was brauchst, sag okay, mir Bescheid. Zeig, was du auf Lager hast. Dann funktioniert das auch mit ein bisschen hier und ein bisschen da. So, haben wir hier schon. Guck, da haben wir das drin. Verbessert die Widerung. Antrieb. Verbessert die Spitzentempo und Beschleunigung deines Fahrzeugs. Das müssen wir kaufen. Wartet mal, mal gucken, was wir an Geld über haben. Zack, zack. Ja, wir kaufen das nämlich jetzt einfach. Und scheißen aufs Geld. Ja? Jawoll, ja. Fett gekauft. Verbessert. Haben wir drin. Verringert die Geschwindigkeit, Luftwiderstand deines Fahrzeugs und erhöht so die Spitzentempo. Aber jetzt haben wir die Beschleunigung. Handel abgeschlossen. Bin hier weg. Handel abgeschlossen. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie unsere Fahrzeuge denn abgehen. Wir haben auch schon keine Kohle mehr. Also ein bisschen Geld machen müssen wir sowieso. Ja, Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ist erhöht. Ich habe dich nur ein bisschen geschoben, mehr nicht. Wir haben nur gezeigt, dass wir wirklich mehr Leistung haben. Hat sich der Ton verändert von dem Fahrzeug? Oh, das war knapp. Also 90 Meilen ist ja nichts mehr. Aber der Ton hat sich doch verändert, oder? Hohohoho, ich würde mal sagen, das war knapp. Ach du Scheiße. Was hast du denn in dieser Gegend zu suchen? Oh, Entschuldigung. Ja, kein Problem, mein Freund. Da kommen wir nicht rein. Mein Gott, ist echt dunkel. Oh, Entschuldigung. Bitte ruhig noch ein bisschen mehr rechnen. Klasse, Tourist. Lass uns die Sache mit einem Lächeln beenden. Stimmt was ganz und gar nicht. Keine Manier. Keine Sympathie für Sie zu empfinden. Okay, Leute, geht jetzt gleich. Du bist tot, du weißt es nur noch nicht. Entschuldigung. Müsste sie wegen guter Führung in etwa 3 Jahren wieder draußen sein. Sorry, Mann. Da ist gar keiner. Verzeihung. Loch. Ein Arschloch. Oh, sorry. Ich meine. Ich kann nicht glauben, dass er uns hier reingeschossen hat. Für dich mache ich doch alles, Baby. Aber er hatte nicht einen bösen Knochen im Arsch. Scheiße! Hier ist jemand verletzt. Hier ist jemand verletzt. Hier ist jemand verletzt. Das ist ein verdammtes Vergnügen. Wir haben einen Mann verloren. Oh, Scheiße! Ich verstehe es nicht, warum ich hier diese Lecks habe. Wirklich nicht. Schon wieder.
Es ist doch zum Mäuseficken. Als wenn das an meiner Festplatte liegt. Gefreezed. Nur eine Frage der Zeit, wann. Keine Ahnung, Leute, woran das liegt. Er friert kurze Zeit ein. Aber ich hab das nur hier. Okay. Jetzt hat sich das Spiel beendet. Lauf, Häschen, lauf! Nicht beendet, sondern nur rausgegangen. Komm, zeig mal. Oh, Jesus! Ah, ich bin das! Ah, hallo, wie viele Kugeln willst du denn noch schlucken? Beschütze mich! Jesus! Beschütze mich! Bitte! Geh dir aus dem Weg! Da bist du! Headshot. So, Leute, ey, mir tut das echt leid, weil ich nicht weiß, woran das liegt. Das ist total komisch. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein, nein! Oh halt die Schnauze! Oh nein, 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 das glaube ich jetzt nicht! Oh, hat die sich gerade in die Hose geschissen? Guck mal da. Nein! Oh, halt doch mal den Mund! Weiß nicht, wo wir hin sollen. Hier, das ist ja mal riesig hier. Wir essen da ganz gemütlich und trinken ihr Bierchen. Hm. Okay, Leute, da ist die feindliche Drogenzone. Guck mich hier trotzdem erstmal nochmal um. Warte, ob wir nicht noch ein bisschen. Hä? Ein bisschen Geld finden. Weil wir haben ja jetzt 28.000 alleine für. Da bist du, Alter. Der Scheiß ist nicht witzig. Werd's wohl mal da drüben probieren. Hab ihn. Du hast gar nichts, mein Freund. Nullo. Bin ich Ich komm dir nicht hier rüber. Okay, wir gehen wieder runter. Okay, durch diesen Eingang hätten wir in dem Sinne gehen können. Dann gehen wir jetzt hier lang. So. Da sind wir doch vorhin auch schon rübergelaufen. Warum nimmt er denn nicht immer gleich das Geld mit? So. Erstmal wieder uns ein bisschen hier die Taschen vollpacken, ne? Mudi. Ich verstehe es nicht. Letztes Mal ging es super. Und jetzt geht die Scheiße schon wieder von vorne los. Keine Ahnung, Leute. Da! Nicht zurück! Jetzt geht's Prügel! Wow! Scheiße, das war zu laut. Du hättest nicht hierher kommen sollen. Du hättest nicht so viel quasseln sollen. Geh in Deckung. Oh. Immer unsere Droge reinhauen. Nachladen. Da ist es. Mal her hier. Dankeschön. Jetzt geht's richtig los. Schätze, er hat's mit der Angst bekommen. Verdammt, ich sehe ihn gerade. Er hat einen von uns. Ich sehe ihn! Was wir hier da ist er! Nach, Jungs!
Was mit dir aufnehmen kann. War gut, dass er nicht. Haben uns einfach im Kreis gedreht. Okay, gib mal eine neue Spritze. Dankeschön. Hier haben wir auch noch ein bisschen Geld. Ja, so kommt man schon an sein Geld. Beweg mich aus der Schusslinie. Schnapp ihn dir von der anderen Seite. Ja, die sind auf jeden Fall wieder oben. Schätze, er hat's mit der Angst bekommen. Schau mal da drüben nach, okay? Okay. Wo wollt ihr ihn dann suchen? Zeig dich! Macht uns fertig! Na komm. Sag dem Arschloch, gute Sie Nacht. Nicht. Da, schnappt ihn euch! Ich sitze hier. Fest! Schnappt ihn euch! Erwischt! Okay, Leute, okay. Wir finden den schon, den Pisser. Da ist er drinnen. Kein Fluchtweg! Stecke fest! Oh, zu weit geworfen. Willst du eine Zugabe? Okay, wer so nicht wollte. Scheiß Freak. Boah, recht hat er recht, ne? So, gesichert. Kriegen wir jetzt unsere nächsten Updates, würde ich mal sagen. So, 216, 220, 174. Gefallen. Burg kommt für die Kosten deiner nächsten Anrufe bei seiner Verbündeten auf. Die Cops bestechen 2 Minuten entfernte blaue Verhandlungszone. Keine Verbrechen für 2 Minuten. Bessere Ausdauer und Erholung. Sprint, Schwimmen länger und erholt dich schneller. Vollstreckerkommando. Angriff führt zu einer Verstreckung und schwere Bewaffnung. Rüstet zu. Diese hochmoderne Militär... Keine Ahnung, Alter, jetzt ganz ehrlich. Wir haben alle schon 2 Bezirke und da ist 1. Ich nehme das jetzt einfach. Ich will das ja gerecht aufteilen einfach. Ich brauche Rückendeckung. Wenn ich das French Ward sichern soll, brauche ich mehr Leute. Wenn wir Ihren den ganzen Scheißbezirk schon sichern, sollten wir ihn ab jetzt auch kontrollieren. Sonst gibt's Stunk. Halt doch die Schnauze. Mann. Mecker. Sind Sicherheitsgurte noch schlimmer. Man weiß ja nie, wenn du einen Unfall hast, was so ein strafgespanntes Stück Stoff dann mit deinen Innereien anstellt. Ich weiß, was du meinst. Ja, aber warum müssen wir... Vorsicht, Platz da! Mussten wir da unten jetzt schon raus. Die Leute haben sicher ihren Spaß hier unten, stimmt's? Ja, Cops bestechen 2, ja, das ist alles okay. Was mich einfach gerade ein bisschen ankürzt, dass wir hier unten rausgegangen sind. Die Leute haben sicher ihren Spaß hier unten, stimmt's? Weil ich hätte eigentlich gerne geguckt, ob wir hier unten noch ein bisschen Geld finden. Ja, wir haben jetzt so viel ausgegeben vorhin. Dass mir das ein bisschen auf den Kohannes gerade ging. Naja, gut, okay. Aber was soll's. Ich glaube, wir haben hier unten wirklich gar nichts mehr. Bei uns hier noch großartig unter den Nagel reißen können, oder? So wie es aussieht, wirklich nicht mehr. Ach, guck mal an. Guck mal hier. Ja, es sind schon wieder $1,250 gewesen. Ja, warum sollen wir das liegen lassen? Hier hatten wir auch noch ein bisschen Geld. Guck mal da. Wieder $1,250. So, wieder $32. 3.500. Ja, so muss das sein in dem Sinne. Oh, was ist das denn für eine Pistole? Sieht schon nicht schlecht aus, ne?
Aber wir nehmen mal lieber wieder das. Und natürlich will ich dieses Bild noch haben. Dankeschön. Aber sonst hier nichts? Nee. Wäre ja dumm gewesen, wenn ich jetzt hier nicht durchgegangen wäre. Guck mal, wir haben jetzt $13.488 und so schon wieder geholt. Diese Lexen, das geht mir richtig auf Eier, Leute. Beim nächsten Mal probiere ich mal SLI auszumachen und dann gucken. Aber es ging ja vorher. Wenn sie Festplatte wären, hätte ich sie auch in anderen Spielen. Keine Ahnung. Wieder ein extremer Leck gewesen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis denn. Tschüss.